Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und ihr seht, es ist kurz vor 3, 5 Minuten vor 3, also 2.55 Uhr. Wir haben hier mal die App gestartet und wir gucken mal kurz bei YouTube, denn ich habe letztens ja ein Video hochgeladen, als ich das Shiny Tantara entwickelt habe und die Familie dazu, habe eine kleine Umfrage gestartet. Erstmal schauen hier, wir gehen mal auf den Kanal. Das hätte ich eigentlich schon alles vorbereiten können. Hab ich aber nicht und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wo das steht. Genau, hier, wo ich so schön die Finger überm Kopf, die Hände überm Kopf zusammenfalte. Who's next? War die Umfrage. So, ich wollte nämlich wissen, was soll ich als nächstes für ein Shiny entwickeln, da ich ja eigentlich alle Shinies im Spiel habe und alle Familien, die aber noch nicht entwickelt habe und ich bestimmte Themensendungen vielleicht machen wollte. Eben im Sommer damals diese Shiny Pool Party mit Wasser und Eis oder an Halloween, dass ich dann Geist und Unlicht Shinies entwickelt habe. Bei der Team Go Rocket Übernahme eben die typischen Team Go Rocket Shinies, Mauzi, Smogon, Rattan, alles mögliche. Jetzt habe ich zu dem Event letztens Shiny Tantara und Tantoxa entwickelt und natürlich gefragt, was wäre denn noch genial zu entwickeln? Ihr sollt mal bestimmte Typen nennen, die ich dann eingeben kann. Und wir schauen mal, was so angeboten wurde. Der Benjamin Engel schreibt zum Beispiel, Boden-Shinies wären ganz cool. Merken wir uns einfach mal Boden. Dann sehen wir beim Iswo hier, ich würde den Vorschlag machen, dass du alle Eis-Pokémon entwickelst, weil im Dezember kalt. Jetzt ist ja noch nicht Dezember, trotzdem, wir merken uns Eis. Also Alola-Eis, Baby-Eis und normale Shinies, alle Eistypen. Natürlich, wenn wir Schillern und Eis, wenn Alola-Eis dabei ist, ist ja das auch bei Schillern und Eis schon dabei. Aber wir haben ja schon mal Eis entwickelt, nämlich bei der Shiny Pool Party. Eis und Wasser. Vielleicht sind noch neue Eis dazugekommen, das sehen wir dann. Mehr Anzeigen. Falls das nicht gut wäre, würde mich Typ Kampf interessieren, das merken wir uns auch mal. Boden, Eis und Kampf. So, wir gehen mal zurück, schließen mal hier, gehen mal wieder in die App, geben gleich mal ein Schillernd. So, Schillernd und Kampf, das war das letzte. Ihr seht alle schillernden Kampf-Pokémon, ihr habt jetzt zum Beispiel Mankey, Rasaf, ist also fertig. Macholo, Maschok, Machomai ist fertig, Typ Kampf. Junglut, Logok ist auch fertig. Flemli war ja nur vom Typ Feuer, also nicht vom Typ Kampf. Junglut und Logok schon. Makuhita, Hariyama haben wir fertig. Mediti, Meditalis haben wir fertig. Und Panpyro und Panferno, genauso wie Galagladi, auch vom Typ Kampf, sind fertig. Die Vorstufen jeweils nicht vom Typ Kampf. Also Kampf können wir leider nicht machen, denn Kampf ist schon fertig. Dann gucken wir mal kurz, ob wir bei Eis was Neues dazu bekommen haben. Wir sehen hier oben schon, Sandan ist zweimal da, kann ich also einmal eins entwickeln, aber Sandan ist ja auch vom Typ Alola. Dann haben wir Vulpix, auch vom Typ Eis mittlerweile, kann ich entwickeln natürlich, ist aber auch vom Typ Alola gleichzeitig. Jetzt könnte ich also eine Folge über Eis machen und diese zwei entwickeln. Ansonsten habt ihr da Yugong, Austos, Rosana, Labras natürlich auch schön anzusehen. Normal als Shiny und auch als Lucky Shiny natürlich. Bei Labras habe ich mir das mal gegönnt. Arctos, normales Shiny und Lucky Shiny habe ich mir gegönnt. Sneebel haben wir ein paar da, auch die Entwicklung weiter unten. Quiegel und Keifel, Botogel, das Weihnachts-Shiny. Da sind wir mal gespannt, ob das dieses Jahr wieder zurückkommt. Cosilla, also die Vorstufe, Schnäppke alle dabei. Regieis, noch gar nicht so alt, auch wieder normal. Und als Lucky Shiny, da habt ihr noch Snibunda, Glaciola, Mamoodle, Frostedje. Ihr seht, wir könnten also beim Typ Eis zwei Stück entwickeln, nämlich Sandan und Vulpix. Aber es wurde ja noch Boden genannt. Da haben wir Sandan und Sandama schon normal entwickelt. Nidoqueen, Nidoking haben wir da. Dickda und Dickdri haben wir, aber ich sehe, hier sind zwei Alola Dickda. Wo ich noch ein Alola Dickdri entwickeln könnte, ist aber gleichzeitig auch wieder Typ Alola. Dann habt ihr weiter vom Typ
Boden, natürlich noch Kleinstein, Georock, Geowatz, ist alles fertig. Onyx, Dragosso, Knogger, Bubiscore, also Skorgler, Stalos, die sind alle da dabei. Wieder mal Quiekel und Keifel, Lavita, Bubita, Morabell, Sumpex, Knacklion, Vibrava, Libeldra, Schmerbe, Welser, Groudon haben wir dabei. Auch natürlich normal und als Lucky Shiny. Und Shellderer, Skorkro, Mamoodle. Es wäre also auch sinnlos, eine Folge zu machen mit Boden-Shinies. Da könnte ich nämlich nur das Dicta entwickeln. Deshalb das Thema der heutigen Sendung ganz allgemein, weil Kampf geht eh nix. Wir geben einfach ein Alola und machen sozusagen die restlichen Eis-Pokémon und die restlichen Boden-Pokémon in einer Folge mit einem Motto, nämlich Thema Alola-Shinies. Und da seht ihr jetzt wirklich alle Alola-Shinies, die es gibt. Momentan, da wird es eigentlich auch gar nicht mehr geben, glaube ich. Das ist ja vollständig. Ihr seht auf jeden Fall hier Radfratz und Radikal ist fertig. Das Normale, die Entwicklung davon. Ihr habt einen Alola-Raichu, was richtig knusprig aussieht. Einfach zu lang unter der Sonnenbank gelegen. Dann haben wir die erste Entwicklung, nämlich Sandan als Alola-Shiny. Da werden wir das Höchste jetzt natürlich entwickeln. Für das Video habt ihr auch Shiny Alola Sandan? Schreibt's mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht sogar beide? Habt die Familie entwickelt? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich glaube, die habe ich sogar beide auch wieder getauscht. Das ist immer so eine Sache, ne? Der Ramses. Wenn man aber gute Kontakte hat, ist das eigentlich richtig genial. Ihr seht jetzt auch beide da. Vulpix habe ich sogar dreimal. Das mit dem Punkt ist selbst gebrütet. Das kann ich tauschen, also muss ich von den beiden hier das Höchste entwickeln, nämlich das. Machen wir auch mal Shiny Alola Vulpix, wo der Unterschied natürlich nicht so krass ist. Beim Alola Sandan war der Unterschied schon enorm, statt diesem Gelb eben Weiß mit einem richtig blauen Bauch. Gut, beim Alola Shiny Vulnona sieht man den Unterschied vielleicht schon ein bisschen besser, weil das irgendwie ein bisschen kräftiger ist. Jetzt auf jeden Fall auch vollständig, Shiny Alola Vulpix und Vulnona. Das eine bleibt übrig wegen Tauschen. Dann haben wir noch Alola Dicta mit der blauen Nase. Zwei Stück, eins können wir wieder entwickeln. Wir nehmen natürlich das Höchste wieder für die Shiny Familie. Hey, lass meine Hose in Ruhe. Ich habe nämlich keine Hose an. Ich war nämlich eigentlich im Bett, aber konnte nicht schlafen. Deswegen bin ich nochmal aufgestanden und habe gedacht, ich nehme das jetzt in der Nacht auf. Da muss ich es morgen tagsüber nur noch schneiden und kann es dann gemütlich hochladen. Ganz typisch, drei blaue Nasen und die fesche Frisur. 1010 WP, sieht auf jeden Fall auch genial aus. 1010. Also das auch vollständig. Hier habt ihr Mauzi und Snobilikat, ist vollständig. Dann haben wir Kleinstein, Georock, Geowatz als Alola-Formen. Kann ich ja hier nochmal zeigen. Auch alles vollständig. Ihr habt Slimer, Alola, Slimer, Shiny und Slimog. Shiny, Alola, Slimog. Auch vollständig. Sieht auch nochmal. Das andere war ja schon so ein richtiger Regenbogen. Das ist nochmal ein Regenbogen, nur irgendwie anders. Und ich finde das so genial, wie die Farben einfach nach unten laufen. Dann habt ihr noch das Kokowai. Ja, das kann man so gar nicht sehen, außer wenn wir mal hier drauf drücken. Funktioniert das? Ah, das seht ihr sowieso im Ganzen. Und guckt mal da, das sind irgendwelche komischen Enten. Wir drücken mal hier drauf. Denn vielleicht bekommen wir noch ein... Nö, keine Fotobomb. Aber auf jeden Fall das Alola Slimer komplett... Ach, Slimer, das Alola Kokowai komplett da. Schillernd, jetzt bin ich raus. Und Alola... Wir scrollen wieder nach unten und haben noch eins übrig. Nach dem Shiny Alola Kokowai natürlich das Shiny Alola Knocker. Das ist auch richtig genial. Das damals auch wieder mit 1002 Accounts immer die Vierer-Rates gemacht. Und das war schon ein hartnäckiger Vierer, muss ich sagen. Damals beim Account vom Durikan, also vom Furzbob, mitgeratet. Haben wir das dann auch getauscht. Der hatte dafür eh keinen Gebrauch und ja, 1.1.2019, ihr seht, genau Anfang des Jahres, das ist jetzt fast ein ganzes Jahr her, dass ich das auf der Hand habe, ist aber auf jeden Fall genial, seitdem habe ich damit nichts mehr am Hut, deswegen freue ich mich immer, wenn es neue Shinies gibt, auch in Raids, dass ich eben mit den kleinen Accounts auf Raid
auf Shiny-Suche gehen kann, genau wie mit dem Klick, dass ich statt Kobalium dann eben Click-Rates gemacht hätte, da Kobalium braucht man eh nicht, mit den kleinen Accounts dann immer schön Shiny jagen, Click-Rates machen oder damals Dogger-Rates, alles mögliche. Das ist auf jeden Fall eine coole Zeit. Ich freue mich also immer, wenn es ein neues Shiny gibt, was nur im Raid zu haben ist, auch wie bei Shinox. Gut, das könnt ihr auch brüten, Click ja auch. Aber trotzdem, da ist immer Anreiz da, das macht auch Spaß. Besser als auch versuchen, immer die ganzen Pässe bei den 5er-Raids wegzumachen. Da braucht ihr immer entsprechend die Leute dazu. So könnt ihr doch mit ein paar kleinen Accounts einfach mal den 1er-Raid so mitnehmen und eben auf Shiny-Jagd gehen. Habt ihr auch alle Alola-Shinies, dann schreibt's mal in die Kommentare. Oder habt ihr nur eins von jeder Sorte oder habt ihr die komplette Familie? Oder welches Alola-Shiny fehlt euch noch? Schreibt's mal unten rein. Und macht natürlich einen Vorschlag, welche weiteren Shinies können wir uns denn noch angucken, welche Typen, welche, ja, was gibt's noch, welche Familien könnte man sich angucken, welche Zusammenhänge, welche Themen, welche Gebiete. Wie gesagt, die Rockets haben wir schon, wir haben die ganzen Geister und Unlichter, wir haben, ein Thema war noch, die ganzen Baby-Shinies. Das glaube ich auch, war nämlich auch bei jemandem, der hat das glaube ich sogar schon bei meiner Beschreibung als Kommentar geantwortet. Deswegen, wir schauen mal, ob ihr hier noch irgendwelche Vorschläge habt, welche Shinies wir noch entwickeln können. Wenn nicht, würde es auf jeden Fall die Baby-Shinies, alle Baby-Shinies und deren Familien geben, als Entwicklungen, das auch nochmal eine richtig fette XXL-Sendung. Für die meisten braucht man nämlich am Ende dann einen Sinostein. Hier, das ging ja alles ohne. Hier waren ja auch schon viele da. Hier musste ich jetzt nur 3 Stück entwickeln. Bei den Baby-Shinies werden es dann bedeutend mehr. Das war es aber von meiner Seite aus. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Sogar noch Erfahrungspunkte bekommen, hätte ich gleich ein Glücksei anmachen müssen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.